So Leute, und zurück bei, ja, bei meinem Video hier. Ich habe mal zuvor auch das erste Video, vor ich gedreht habe, wo ich schon was stolz bin, dass es geklappt hat. Was da mir aber aufgefallen ist, dass ich ganze mache. Das ist schon lästig und das klingt blöd und was ist das? Das ist was blöd und ich guck mal, dass ich damit aufhöre. Aber ich kann nichts versprechen, ne? Also ist rechtlich in der Richtung von wegen beabsichtigen Sachen tun. Weil ich das irgendwie, keine Ahnung, man achtet ja nicht drauf, wenn man... Ah, nicht schon wieder. Man achtet darauf ja nicht so, wenn man spielt. Also ich achte jetzt beispielsweise nicht darauf, wie meine Kumpels oder so, wenn ich mit denen zocke, was für Geräusche die von sich geben, ne? Abgesehen von, ja, boah, was für eine Scheiße und das ist ein Grafikfehler und ich kann doch nicht verlieren. Ich hab doch die Cheats an. Und so. Oh, hi. Tatsächlich. Der zieht dich. Das fixiver. Mal gucken, unter was mit Pistole. Das geht ja tatsächlich. Aber kann man wirklich eine Realität unter Wasser mit Pistolen? Oh mein Gott. Saha. Die Harpune ist besser. Halt die Harpune, das war's. Hi. Dead. Oh ne, kann ich einfach nochmal schwimmen? Wo bin ich hier? Ne, warte. Turm? Ich raste gleich aus. Also, unentschlossen. Ich will's ja. Oh, das nervt. Oh, Eingang. Eingang, Eingang. Okay, wir müssen hier richtig sein, weil. Hier kommen diese Hilfen von wegen. Drück doch mal F, da vielleicht siehst du mal nicht aufgehen. Die Quallen sind. Ich persönlich mag Quallen ja schon gar nicht, ne, aber noch in dem Spiel sind die so groß. Ich meine, die sind mindestens genauso groß wie hier Lava. Es fällt auch wieder ihr Name ein, Lava. Boah, ich wollte echt wieder eine Runde Schloss machen. Nein, 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 nicht auf ihn! Ah. Ich wollte mich da nach unten gucken. Stirk statt Hochstelltaste gedrückt. Merken wir uns eins. Mit Stirk geht's steil runter. Stirk geht steil runter. So, siehst du? Wow. Ah, diese blöden PC. Ich hab auch nicht, woher das kommt. Ich meine, zuvor hat der nie gehangen, mein PC, ne? Und jetzt? Ach, soll ich laufen? Hängt der. Ich glaube, jetzt habe ich seine Gefühle verletzt und das macht er erst recht ganz oft ein paar Hänger. Wir sehen es ja gleich. Wir werden es ja noch sehen. Sesam, tu dich öffnen. Mann, Mann, er tut es tatsächlich. Okay, warte mal. Ich will gerade mal was machen. Okay, ich habe da jetzt geguckt mit dem mit ein paar Sachen. Ich musste gerade an was gucken. Drück halt zum Schiff. Oh. Oh, ich ganz von Lande aufgekommen, krieg ich jetzt einen Orden. Ja, da steht schon, das Empfangskomitee will mir Glück wünschen, dass ich alleine drauf gekommen bin, dass ich mit Hochstelltaste oder Umschalttaste da schneller schwimmen kann. Ja, hier auf, Schnips. Vor Begeisterung gehen sie noch oben. Ich muss das Licht an. Ah, sie ist schön unentschlossen. Folgt einfach dem Weg, weil du kannst eh nicht groß hier entscheiden. Oh ne, schon wieder. Was ist dein Problem? Ernsthaft, was ist dein Problem? Was ist das? Wow! Okay. Das hasse ich. Licht an. Da ist ein Loch. Und hier ist nirgends ein Loch zu sehen. Okay, außer das große Loch hier in der Decke. Was immer das war, als. Ja, schweißtreibende Arbeit. Licht an. Oh, was sehen wir denn da?
alle gingen drauf, nur diese Vase hat überlebt und ich habe meine Mission für Asche und Staub vergeudet. Yeah. Money forever. Leider nicht unendlich. Spring! Vor Ton. Das wäre schlecht. Vielleicht hier unten tauchen. Hier unter Wasser ist das total idyllisch. Was ist das denn? Ey, ich drück E und die tauchen einfach auf. Weißt du, wie komisch das ist? Heb das auf. Yeah, das aufgehoben sein. Dieser Lebensmittelverschlüsselung geht ja gespeichert. Schön! Aber das noch. Aber da kann man nicht rein. Das Loch der Unentschlossenen. Ja, was natürlich nicht unentschlossen. Nein. Weiß nicht, wo sie hinschwimmen sollen. Das ist. Ich lasse das Licht an. Es ist nämlich dunkel und ich will was sehen. Ah. Tropfsteinhöhle. Ne, nicht Tropfsteinhöhle. Einfach nur eine tropfende Höhle. Nein. Ja, ja, guck, ich habe mir den Weg auch gespart. So. Swap. Warte, das sind Vasen. Da ist schon auch wieder nur Asche und so drin, aber es lohnt sich, immer mal zu gucken können. Patsch. Boah. Ja, es war nur Asche und Staub drin. Ey, ich spring mit ihr an die Seite hier links. Und die springt an die hier. Tja. Spielentwickler, ihr habt mir da echt was eingebrockt. Wieder ein Hänger. Ich hab's gewusst. Ich hab die Gefühle des PCs verletzt und jetzt ist er wieder total sauer auf mich. Ja, drücken Sie leer, um zu kauen oder bewegen sich, um zu schwächen. Nein, nein. Ah, das wird jetzt lustig. Das wird lustig, weißt du? Komm, beweg dich. Ja. Hm. Ich muss echt nicht fragen, ob die das wirklich gedacht haben, so nach dem Motto. Soll es realistisch sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ging bei dir so im Kopf vor. Wisst ihr? Drücken Sie jetzt. Oh nein! Wieder etwas, wo ich allein drauf gekommen bin. Cool. Eigentlich sollte ich jetzt aufhören. Ach nee, komm, ich mach weiter. Cool. Ja. Yeah. Oh! Was hat sich dadurch? Drücken Sie Ihrem Gewicht auszuheben und legen Sie es mit Strick ab. Ach, lass mich raten. Stein? Boah, ist das ein schlechter Stein. Ja, oh. Ich tritt den Stein jetzt darüber. Oder nicht? Ah. Machen wir das mal. Okay, ich bin schnell hier angeholt. Ich hab's eigentlich verteilt hin. Tja, jetzt. Hebel. Nutzen wir jetzt die Hebelkräfte. Vor allem die Schwerkraft entdeckt, da und da mit den Steinen und dem Kopf von der Schlange da. Und jetzt benutzen wir die Hebelwirkungen. Form. Oh. Salabim, die Tür öffnet sich. Unglaublich. Ja, ich hab's geschafft. Die Schnitzereien ähneln germanischen Arbeiten, sind aber wesentlich älter. Nie im Leben 5. Jahrhundert. Dann früher. Trotzdem viel aufwendiger. Protonordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Niflheim. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Tja, hier lernt man was fürs Leben. Ich meine, keltische Mythologie nannten ihren Himmel Niflheim unter der Erde. Oder Avalon. Ich hab da. Ja, okay, keine Ahnung davon, ne? Niflheim, Avalon. Wollt ihr schlauer. Was? Oh. Ich kann den. Ah, interessant. Ah, schon gedacht. Egal, okay, wir stehen vor den Toren Niflheims mit Protonordischen oder wie die heißen, Runen. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt für diesen Teil. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.